Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Der Planer Industrieimperium. Ja, ich habe gerade das Spiel gestartet, wieder neu und wollte gerade ein paar aufnehmen, war nach einer Minute wieder vorbei. Boah, ich hoffe, dass er jetzt besser läuft. So, wir haben jetzt alle Bestellungen abgeschlossen, weil der hat sich irgendwie aufgehört bei den Bestellungen. So, wir haben 2 Fertigkeitspunkte. Wir sollten, ja, von Holz unbedingt erhöhen. Die machen wir da mal. Das Wichtigste ist, glaube ich, die Produktion. Ich finde die Fahrtechniker, okay, können schneller fahren. Das ist vielleicht auch noch nicht schlecht, dass die BWR schneller fördern. Wissen billiger ist uninteressant. Ja, ich würde da eher in die Produktion stecken, weil das ist das Wichtigste. So, wir haben hier, wieso haben wir hier keinen Kiesel? Der sollte jede Stunde, alle 4 Stunden einmal bringen. Ist ein bisschen wenig, oder? Ja, dann soll er alle 4 Stunden 5-mal bringen. Jetzt auch einmal, schauen wir mal, ob das jetzt läuft. Wie viel braucht denn der da überhaupt? Eigentlich braucht er gar nicht so viel. Schauen wir jetzt noch einmal. Es kann sein, dass der gerade. Das ist noch immer zu wenig. Ja, dann machen wir einfach. So, machen wir einfach 15 einmal, ist ja egal. Probieren wir es aus mit 15. Ich will nur schauen, ob das steigt jetzt. So, wir müssen wieder ausmachen, weil wir haben eine neue Aufnahmesession. Jetzt steigt, das passt. So, das haben wir genug. Da haben wir Holzbretter zu wenig. Deswegen, weil wir haben ja noch mehrere Holzwerke jetzt gebaut letztens. Werden wir hier auch noch mal 5 Stück. Und das alle 2 Stunden. Dauerauftrag, Abmarsch. Dann sollte sich das auch ausgehen. Und wichtig wäre es jetzt noch, wenn wir noch einmal ein Logistikzentrum natürlich bauen, weil wir haben einfach schon zu wenig Fahrzeuge. Und ich bin gerade überlegen, ob ich. Ah, das würde ich. Wenn es sich ausgeht, wäre das perfekt, wenn es. Na, da geht es sich nicht mehr aus. Ja, ich wurscht, ich baue das gleich da. Oder? Wo soll man das hinbauen? Geht sich das da noch aus? Na. Da haben wir zu viel Straßen, da könnten wir es noch reinbauen. Nice, da ist zu breit. Da wäre es noch möglich, aber da ist halt wieder irgendwo unten schon. Warte mal, wir haben hier eine, hier haben wir 2, hier haben wir eines. Das liegt halt die meiste Produktion da herüben. Was ist, wenn wir das da so hier setzen? Geht sich das. Müssten wir ein bisschen Grund noch dazu kaufen. Wenn wir das da auf die Straße nämlich so setzen, das schaut, glaube ich, ganz gut aus. So, wir werden hier jetzt gleich einfach ein bisschen Grund noch erwerben. Wir haben ja eh wieder 200.000. So, machen wir mal da so. Passt. Jetzt haben wir 200.000 ausgegeben, aber das macht nichts. So, Logistikzentrum. Das würde ich da so gerne an die Straße gleich ansetzen. Passt. So, das bekommt 2 Straßenzugänge. Einmal hierher. Und einmal hierher. Okay, der hat nicht funktioniert, oder? Oh ja, jetzt hat er funktioniert. Bin mir nicht sicher, ob der jetzt funktioniert. Der hat funktioniert. Passt. So, dann würde ich das kurz beschleunigen, dass wir das fertig haben. Tag. Oh, 16 Leute stellen wir an, weil wir haben es. Okay, wir haben keine 16 Leute, aber wir haben einiges. So, da kommen jetzt einmal. Ganz wichtig. Für Holz brauchen wir mal Tieflader, wenn ich nicht täusche. Nein, wir brauchen da die Lastzüge. Lastzüge, nein, das ist das Falsche. Das ist es auch nicht. Holztransporter. Wir werden jetzt noch einmal 1, 2, 3. Dann haben wir noch 4 insgesamt. Das machen wir einen fünften. Dann haben wir 5 nämlich insgesamt noch über, die wir jetzt fahren können. Dann werden wir noch bauen, würde ich fast sagen, 5 große Kühlwägen. Große Muldenkipper, 4 Stück. Ja, da haben wir dann. Oder machen wir einen fünften? Und dann Pritschenwegen hätte ich gesagt noch. Weil sonst. Ja, machen wir noch große Pritschenwegen. Wir haben zwar jetzt wieder wen. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben jetzt wieder das ganze Geld ausgegeben, was wir eingenommen haben. Deswegen werden wir auch gleich wieder jetzt beginnen, eine kleine.
einen kleinen Durchgang. So. Fangen natürlich wieder oben an. Aluminium 5. Also nein, das war jetzt der falsche. 1000. Das wir natürlich noch Preis sortieren. 1132. Da geht sich das nicht aus. Ja, dann machen wir die kleinen. So, jetzt habe ich auch genug Transporter einfach, dass die wirklich das Zeug wegbringen. Und ich glaube, das ist nicht so schlecht. Äpfel. Achtung, gibt es keine. Bin so blöd, ich sollte erst schauen, ob wir da überhaupt was haben. 500 irgendwas. So, haben wir noch die 4, das geht sich aus. Benzin, das müssen wir noch schauen. Wir können jetzt neue Gebäude machen. Wir haben ja ein neues Level erreicht im vorigen. Das müssen wir, schauen wir sich nach dem Verkaufsaktion auf jeden Fall an. Butter ist auf Lebensmittel 2800. Wie viel habe ich nur noch? 600 irgendwas, das geht sich eh nicht mehr aus. Chrom haben wir selber, glaube ich, noch nicht produziert, beziehungsweise ist eh noch nicht vorhanden. Edelstahl haben wir noch nicht, das ist auch sowas, das müssen wir erst erzeugen. Dann müssen wir nachher das ganze Einstellungen machen. Er will keiner. Eisen, 2400. Duck, 1700. Das restliche lasse ich. Ein bisschen was sollte ich natürlich lassen auch. Weil wir brauchen jetzt natürlich zum Bauen wieder was. Ja, ich weiß, dass ich da nur... da bin ich nur zwei. Stimmt, da hätte ich noch einen Baum kaufen können, einen Öltransporter. So. Erstklassiges Papier. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das nicht schon erzeugt habe teilweise. 200 irgendwie, 213, das geht sich nicht aus. Obwohl bis zum 28.11. geht es sich auf jeden Fall aus. Schätze ich jetzt einmal. Glaube ich jetzt halt. So lange haben wir die noch nicht. Fenster, das ist Schwerindustrie. Ja, schwer 334. Da haben wir das. Wie viel haben wir da jetzt noch? 80 über. Geht sich nichts mehr aus. Lebensmittel 4000. Ja, Nordstation. Keine weiteren Bestellungen möglich. Passt, dann sollte ich das einmal durchrattern lassen. Tak, tak, tak. So, was ist denn da? Da ist das eine ja nicht gegangen, weil ich keinen Transporter mehr gehabt habe. Und hier haben wir nichts genug gehabt. Schicken wir mal ein bisschen was weg. Und hier haben wir, der macht sich hier automatisch. So, passt, jetzt machen wir gleich weiter. 4000 Fettammelmilch haben wir noch, da haben wir 500. 800, 1200 hätten wir noch. Schön natürlich aufgeteilt auf alle Städte. 302 bis zum 13.11. Das wird sich nicht ausgehen. Das lassen wir lieber. So, Glas. Das Leichtindustrie, okay. 223. Können wir nichts machen. Da sollte ich einmal aufpassen, dass ich die nicht zu viel rüberschicke, weil wir haben da, glaube ich, relativ viel im Lager jetzt schon. Und deswegen Gülle will eh keiner. Holzbretter. Müssen wir schauen, ob wir welche haben. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. 380 verkaufen. Dann Holzstämme. 200 irgendwas. Da schauen wir, dass wir ein bisschen auch was wegbekommen. Die sollten sich. Was sind das vom Preis her? 14. Ja, dann verkaufe ich das hier noch. So, das geht sich auch noch aus. Hühner. Wie viel wollen wir? Ja, wir haben auch. Okay, das sind eh nicht so viel. So. Was? 1 Million mit dem Handel. Hey, wir haben 1 Million verdient. Cool. Hätte ich nicht geglaubt, dass wir so schnell 1 Million verdienen. Also wir haben jetzt noch keine Million jetzt, aber wir haben insgesamt 1 Million. Und da bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ja, weil es auch da schon 800.000 um Land wert. Wir werden jetzt eh schauen, dass wir mal ein bisschen an Geld machen. So, beim Hühner waren wir gerade. Hühnerfedern. Habe ich keine Ahnung, wo das drinnen ist. Okay, das geht sich eh nicht aus. Hühnerfleisch will keiner. Joghurt sind unter Lebensmittel 2800. Ich habe noch was. Joghurt habe ich noch 2500. Dann nehmen wir das nach Darmstadt an und dann das hier nochmal nach Rindsfurt. So, ich glaube, so geht es um einige schneller, wenn wir das so durchmachen, weil da brauche ich nur mehr da klicken und bin schon dort. So, 1400 geht sich noch aus, das geht sich aus, perfekt.
Kieselerde will. Ach Gott, wie soll ich das schauen? Das will ja eh keiner. Landwirtschaft. Na, Kirschen 928. Einmal. Das geht sich noch aus. Und dann geht sich das auch noch aus. Perfekt. Kohle. Da man nicht viel. Da müssen wir aufpassen. Einmal nach Darmstadt liefern und das war's. Kühe wollen wir nicht verkaufen, haben wir gesagt. Kuhmilch. Da haben wir fast keine. Oh, da muss ich wieder, da muss ich umstellen. Da passt irgendwo die Produkt halt die Schickerei nicht ganz. Oder ich tue in allen alles produzieren lassen. Das habe ich mir auch schon überlegt wieder. Dann sollte sich das leichter ausgehen mit der ganzen Produktion. So, 5000 Kupfer. Können wir alle. Danke, das muss reichen derweil einmal. Kupfer sind wir fertig. Käse, Lebensmittel, wie viel Kas haben wir denn? 2100. 470 weg. Und 800 geht sich nicht mehr aus. 400, 317 haben wir noch. Ja, dann gibt Goldfeld halt den günstigsten Preis zwar, aber Lammfleisch. Lamm haben wir 640. Nach Goldfeld einmal. Haben wir noch 168, geht sich nichts mehr aus, habe ich mir fast gedacht. So, zum Meister will keiner einen. Oliven. 700. Das geht auf jeden Fall, das geht. Das. Wieder ein paar ablaufen. 118 hätten wir noch. Jetzt sieht man mal das hier aus. Orangen haben wir gleich noch gar nicht produziert. Die müssen wir auch gleich einstellen, dass die mitproduziert werden. Papier ist Leichtindustrie. 330 einmal, mehr geht eh nicht. Dann Pfirsiche. Pfirsiche haben wir 1500, da können wir beide annehmen. Rindfleisch. Rindsfleisch 500. Müssen wir ein bisschen aufpassen. 177 haben wir noch. 100, sag ich. Danke. So. Rindfleisch ist jetzt. Oh, haben wir wieder 200. 209 sozusagen sogar. Passt. Rindsfleisch. Rindsleder. Leichtindustrie 2000. Jetzt einmal nach Goldfeld würde ich fast vorschlagen. Dann können wir da auch noch mal. Scheiße, das weiß ich, ist hier nicht ausgegangen. Auf das ich nicht geschaut habe. Rohwolle. 700. Ja, machen wir den, der wird sich schon ausgehen. Schafe wollen wir nicht, Schweine wollen. Schweinefleisch können wir aber verkaufen. Schweinefleisch. 1300. Einmal Darmstadt. 400 irgendwas haben wir noch. Die zwei gehen sich aus. 170, das geht sich auch noch aus. Perfekt. So, jetzt haben wir gleich alles wieder durch. Stahl haben wir 155, alle drei. Ja, ich weiß, das kein Tomaten. 1800. So, ein bisschen was machen. Tag, Tag. Die gehen sich auch noch aus. Das wird jetzt. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. So. Die gehen sich noch aus. Perfekt. Ton. Ton müssen wir gleich gar nicht schauen. Das geht auf jeden Fall. Türen. Habe ich keine Ahnung, wie viel Türen ist unter 180. Wie. Ah, scheiße, ich brauche eh keiner. Weintrauben ist Landwirtschaft. 800. Dann nehme ich aber den Preis an. Auch wenn es halt was mehr sind einfach. Weizen will keiner. Und Ziegel kann ich noch nicht, beziehungsweise habe ich noch keine. Perfekt. So, jetzt müssen wir gleich mal schauen, was da jetzt noch nicht abgeschlossen ist, was nicht weggegangen ist oder sonst irgendwas. Wie viel Holz? 15. Schicken wir es von den zweiteren eher weg, weil das erste schickt ja auch Holz und so weiter zu den anderen Sachen. Ah, der will ja beim zweiten Mal mehr, okay. 52, passt. So, die müssen wir auch kaufen, die Transporter. Ich glaube, wir werden uns noch gleich eines, weil für das brauchen wir die ganzen, für die ganzen einzelnen Sachen brauchen wir, für Rindsleder, Rohwolle und so weiter brauchen wir die Transporter. Und wir brauchen die Transporter dann auch weiterhin. So, jetzt müssen wir kurz ablaufen lassen, das machen wir in dem Part jetzt noch. So, perfekt. Einmal wegschicken.
Rohwolle. Okay, das ist sicher nicht ausgegangen. Habe ich keine Rohwolle mehr? Habe ich mich da verrechnet? So. Rohwolle. Oder war das was anderes? Was sich nicht ausgegangen ist. 72. Jetzt noch mal vorspulen. Okay. Und jetzt die Rohwolle noch. Da fehlt mir, da hat man nur der Transporter. Okay, das ist sich um 40 nicht ausgegangen. Dann müssen wir schauen, ob sich das jetzt ausgeht schon. Halt. Achso, na, jetzt muss ich ja zuerst das hinschicken. So, jetzt sind die 740 dort. Der ist noch nicht zurück. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bestellung abgelaufen ist oder angenommen wurde. Aber wir haben wieder 220.000, obwohl einige Investitionen angefallen sind in dem Bad. Und ich würde sagen, im nächsten Bad schauen wir dann weiter, wie die Städte wachsen, wie wir wachsen und was wir sonst noch so machen können. Bis dann, ciao Leute.